Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute mein Bullet Journal und erkläre euch, was das genau ist und wie ich es aufgebaut habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ein Bullet Journal ist ein flexibles Planungssystem, das jeder nach seinen Wünschen gestalten kann. Also man braucht nur ein leeres Notizbuch, ein paar Stifte. Und dann gestaltet man eben seinen eigenen Mix aus Planer, Skizzenbuch, To-Do-Listen, vielleicht auch Tagebuch. Man hat also alles an einem Ort und ist dadurch produktiver und auch viel organisierter. Wenn einem was nicht gefällt, dann kann man das einfach wieder verändern und an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Man kann dabei auch absolut nichts falsch machen. Ich benutze hier ein liniertes Notizbuch von Moleskine. Man kann aber auch ein Blanko oder ein kariertes Notizbuch nehmen, das ist ganz egal. Und ich male alles mit Polychromos aus und einen Fineliner benutze ich auch, und zwar den von Copic. Was ich wichtig finde, ist einen Index anzulegen, damit man eben weiß, wo man Dinge aufgeschrieben hat und ja, die dann wiederfindet. Ich habe mir alle Seiten erst vorgezeichnet, damit ich weiß, wie das ungefähr aussieht, und dann später habe ich es mit einem Fineliner ins Reine gezeichnet. Hier werde ich alle Geburtstage aufschreiben, damit ich endlich mal alles auf einen Blick habe. Und ich habe das auch so weit vorne, damit ich eben keinen Geburtstag mehr vergesse und ja, das nicht immer auch auf Zettel schreiben muss und so weiter. Dann habe ich das endlich mal fest an einem Platz. Oft schreibe ich mir auf Zettel oder Post-its, welche Filme ich zum Beispiel noch sehen möchte oder welche Bücher ich noch unbedingt lesen möchte. Und diese Zettel und Post-its verschwinden dann einfach irgendwann und ich habe es natürlich dann wieder vergessen. Und deswegen habe ich hier in meinem Bullet Journal extra Platz dafür geschaffen. Einmal eine Filmliste und einmal eine Bücherliste. Ich finde, dadurch, dass man ja alles selber gestaltet, guckt man auch irgendwie viel lieber rein und benutzt es auch eher als einen normalen, langweiligen Kalender. Man kann natürlich auch ganz andere Listen führen, beispielsweise über seine Finanzen, über den Haushalt, über irgendwelche Projekte, die anstehen und so weiter. Und ja, das ist das Tolle an dem Bullet Journal. Hier habe ich eine Wunschliste und ich habe eine Seite, wo ich Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Beispielsweise bin ich sehr dankbar für meine Freunde und dafür, dass ich gerade gesund bin. Und manchmal verliert man solche Sachen im Alltag irgendwie aus den Augen und ich finde es schön, wenn man dann einen Platz hat, um sowas aufzuschreiben und sich vielleicht einfach mal durchzulesen. Mein Bullet Journal ist übrigens auf Englisch und ich möchte mein Englisch unbedingt wieder verbessern und deswegen schreibe ich eben nicht Deutsch rein. Aber das ist natürlich auch komplett Geschmackssache. Ab hier beginnt das Jahr 2017, das heißt, man kann seinen Bullet Journal auf jeden Fall auch über mehrere Jahre führen und muss nicht jedes Jahr einen neuen Kalender zum Beispiel holen, das hat mich persönlich immer sehr genervt. Und hier auf der rechten Seite stehen dann Zitate, die mich dieses Jahr sehr inspirieren. Die linke Seite habe ich in drei Teile geteilt. Oben gibt es einen kleinen Kalender, in der Mitte steht der Monat und unten ist eine To-Do-Liste für Sachen, die eben diesen Monat unbedingt erledigt werden müssen. Auf der linken Seite gibt es dann nochmal einen größeren Kalender mit etwas mehr Platz. Und meine Wochenübersichten sind sehr, sehr schlicht gehalten. Links auf der Seite gibt es immer die Tage von Montag bis Sonntag und rechts ist eben Platz für Notizen. In normalen Kalendern war es bei mir immer so, dass ich entweder zu viel oder zu wenig Platz hatte und das hat mich genervt. Und so kann ich das immer so abändern, dass es eben für mich passt. Zum Schluss habe ich noch eine Seite, wo ich Highlights für diesen Monat reinschreibe, also Dinge, die ganz besonders waren, die ich mir in Erinnerung behalten möchte. Und rechts ist mein Habit Tracker. Der ist dafür da, dass man sehen kann, wie oft man etwas getan hat. Also zum Beispiel trage ich hier ein, wann ich ein Video hochgeladen habe, wie oft ich Sport gemacht habe und so weiter. Das ist natürlich wieder komplett individuell. Und so sehe ich am Ende des Monats eben, wie produktiv ich war und für was ich mir vielleicht mehr Zeit nehmen sollte. Oder was ich vielleicht überhaupt nicht mehr machen möchte.
Wenn ihr Inspiration sucht, dann schaut unbedingt auf Pinterest und Instagram vorbei. Da müsst ihr einfach nur der Bullet Journal eingeben und dann kommen Unmengen an Vorschlägen und Ideen und ganz tollen Sachen. Da findet ihr bestimmt was für euch. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, ob ihr auch ein Bullet Journal nutzt und wie ihr das aufgebaut habt. Habt ihr ähnliche Listen wie ich oder habt ihr ganz andere Listen? Oder bevorzugt ihr ganz normale Kalender oder vielleicht benutzt ihr auch überhaupt nichts, um euch zu organisieren? Vielleicht klappt das und ihr behaltet alles im Kopf. Das geht bei mir überhaupt nicht. Ich bin total vergesslich. Ich hoffe wirklich, das Video hat euch gefallen und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr möchtet. Ansonsten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!